Realisiert habe ich jetzt erst, als eine Freundin von uns rief, dass es Säure sei. Ja, und wir sind dann sofort unter Dusche gesprungen. Und da hat das erstmal richtig angefangen zu brennen beim Abwaschen. Weil das ganze Gesicht brennt, der ganze Körper brennt. Das ist, als wenn sie im Feuer stehen ungefähr. Das können Sie sich vorstellen. Ich kann mich nicht mal runterbügen, ohne vor Schmerz, also ohne vor Schmerzen zu schreien. Ich kann nicht mal mein Kind umarmen, ohne vor Schmerzen zu schreien. Und deswegen komme ich mit der ganzen Situation überhaupt nicht klar. Man traut sich ja gar nicht rauszugehen, irgendwie ohne blöd angeguckt zu werden. Dann natürlich die ganzen Schmerzen davon mal abzusehen und die ganze Juckerei. Und natürlich die Frage auch, ob es wieder wird, ne? Ja, der Gedanke ist einfach nur wie eklig und hoffentlich bleibt es nicht für immer. Ja, alles klar. An, Ja. dann so als wenn sie sich weiterhin oder als wenn sie sich betrachten würden, ne? Ja. Auch ruhig mal die andere Wunde, die da so jetzt so blutet mit dem Tattoo. Die würde ich danach extra machen. Okay. Ah, nee, falsch, dann. Genau, okay. Ja, fühle ich mich erstmal entstellt natürlich, ne? Man traut sich ja gar nicht rauszugehen, irgendwie ohne blöd angeguckt zu werden. Das Selbstbewusstsein ist natürlich auch ein bisschen im Arsch. Das ist ganz klar. Dann natürlich die ganzen Schmerzen davon mal abzusehen und die ganze Juckerei. Und natürlich die Frage auch, ob es wieder wird, ne? Das ist natürlich das größte Manko. Ja, die größte Frage eigentlich so. Also, wie sehe ich in 5 Wochen aus? Ne? Bleiben dann Narben über, dann ist natürlich alles ein Angriff aufs Ego. Ne? Was war Zu weg? 90% wird es weggehen. Ne? Also ich meine, das Auge ist ja jetzt größtenteils mein Problem gewesen. Das ist ja Gott sei Dank gerettet worden. Aber wenn das verloren gewesen wäre, wäre natürlich ganz übel gewesen. Um 7 Uhr morgens hat der Arzt gesagt, das Auge. Also weiße Streben werden mir auf jeden Fall bleiben.
Und also so ein bisschen wie Schwangerschaftsstreifen, kann man sich das genau, wie Schwangerschaftsstreifen. Und im Dekolleté? Ja, hier, da sind die gefährlichsten Stellen. Also ich hoffe, dass er weggeht. Das ist nicht drauf. Get it? Get it! Kannst du mir helfen? Klar. Da habe ich schon. Wie komme ich damit zurecht? Eigentlich gar nicht. Eigentlich ist das ein Ding, das man gar nicht begreifen möchte irgendwie. Also das ist das größte Problem. Ich meine, die Haut ist eine Sache, die wird wieder verheilen. Die wird für ein paar Narben bleiben, ist okay. Aber das Seelische oder die ganze, ja, das ganze Innerliche, wie ich damit klarkomme, kann ich Ihnen noch gar nicht sagen. So, wirklich verstanden habe ich das noch gar nicht alles realisiert, irgendwie schon. Aber verstanden, das ja, klarkommen ist eigentlich... Ja, man versucht jedenfalls ganz normal den Tag weiterzuleben irgendwie und sich gar nicht so einen großen Kopf darüber zu machen, warum der das gemacht hat oder wieso oder weshalb, so dass eigentlich die größten Fragen sind so in einem. So. Ja, also nicht, wie konnte es dazu kommen, eigentlich nicht, eigentlich, sondern wie kann man eigentlich diese Tat machen? Also diese Tat bringen, überhaupt irgendjemand immer mit Säure übergießen. Ich meine, das ist ja, man muss ja, wenn man Säure hat, weiß man ja auch, was man jemand anderem antun kann damit. Ich habe einfach zu ihm gesagt, er soll es lassen in seinem Alter oder überhaupt lassen, uns anzugreifen oder den Kinderwagen zu demolieren. Ja, worauf er einfach nur hämisch grinste. Ich bin dann aufgestanden, ich wollte dann die Treppen wieder raufgehen. Ja, und er packte einfach hinter der Tür, nahm so ein offenes Glas, so ein Schraubenglas, offenes, mit 500 Milliliter Schwefelsäure drin und hat dann sofort uns hier ins Gesicht gegossen. Also in dem Moment, wo er es auf uns gegossen hat, erstmal sah es aus wie Urin. Es roch auch wie Urin, eigentlich wie abgestandener Urin. Als ich es abgekriegt habe, habe ich erstmal gar nichts gemerkt. Also ich war erstmal so unter Adrenalin, dass ich das überhaupt gar nicht gemerkt habe. Ich habe ihn dann, durch seine Aktion, habe ich ihn dann in seine Wohnung zurückgetreten, ja, und habe erstmal auf ihn eingeschlagen, mehr oder weniger. Und habe dann erstmal realisiert, dadurch, dass eine Freundin gerufen hat, dass es Säure ist. Ja, und dann habe ich auf meine Haut geguckt und habe dann erstmal gesehen, dass alles am Qualmen war und am Brennen war. Und da habe ich eigentlich erst realisiert, dass es Säure ist. Vorher habe ich bis dahin habe ich noch gar keinen Gedanke dazu gehabt, dass es Säure sein könnte. Also ich meine, wie oft hört man, dass man dass irgendjemand mit Säure überschüttet wird? Im ersten Moment hat es gar nicht gebrannt. Ich habe es erstmal gar nicht gemerkt, weil wir so im Clinch auch noch waren, dass der ganze Stress zwischen uns mich so hochgepusht hat, dass ich das erstmal gar nicht gemerkt habe. Gemerkt habe ich es wirklich erst, oder realisiert habe ich es erst, als eine Freundin von uns rief, dass es Säure sei. So, dann habe ich auch, dann hat es auch sofort angefangen zu brennen, in dem Moment, wo sie es gesagt hatte. Ja, und wir sind dann sofort unter Dusche gesprungen. Und da hat es erstmal richtig angefangen zu brennen beim Abwaschen. Da haben wir erstmal richtig gemerkt, was der eigentlich uns angetan hat. Das war echt, als wenn jemand glühende Metallstäbe ins Gesicht halten würde oder am ganzen Körper irgendwie mit Metallstäbe irgendwie uns bearbeitet hätte. Und egal wie viel Wasser wir draufgelaufen haben, es hat gebrannt und alles im Auge reingelaufen, was natürlich noch viel schlimmer war. Ich habe dann auf dem einen Auge nichts mehr gesehen. Ich habe dann schon gedacht, ich verliere mein Auge gleich und Todesangst eigentlich. Können Sie eigentlich nur sagen, anders kann man das gar nicht beschreiben. Ja,
Also ich habe nicht mal Todesangst jetzt um mein Leben, sondern eigentlich eher um mein Auge und um mein Gesicht und alles, weil das ist sehr dermaßen am Brennen, dass sie gar kein Gefühl haben, wo sie eigentlich verletzt sind irgendwie oder wie das aussieht, aussehen könnte. Weil das ganze Gesicht brennt, der ganze Körper brennt, das ist, als wenn sie im Feuer stehen ungefähr, also können Sie sich vorstellen. Ja, also wenn ich an den Mann denke und den seine Tat und wenn ich ihn auch nochmal im Spiegel sehen muss oder so, dann kommt einfach nur Hass hoch. Ist einfach nur